Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Das hier ist das Hashtag ungeschönt Video für den Monat Juni. Die liebe Sarah, Isabel und ich machen jeden Monat so eine Zusammenarbeit, sage ich mal. Also jede von uns lädt auf ihrem Kanal ein Video zu einem bestimmten Thema hoch. Und dieses Mal ist es quasi, ja, wie soll ich das nennen, Blindflug. Das ist so abgefahren. Ich habe keinen Spiegel zum Schminken und ja, wenn du Bock drauf hast, mich zu versagen zu sehen, sehr wahrscheinlich, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Schaut auch super gerne bei meiner Freundin Sarah Isabel vorbei. Die hat irgendwie als Upload-Zeit mal so, also sobald das Video online ist, ist es in der Infobox verlinkt, es wird heute im Laufe des Tages online kommen. Es war irgendwie letztens mal um 5, dann war es um 6, dann war es um 6:30, dann war es um 7. Nö, also genau, haltet Augen und Ohren offen. Am besten habt ihr sie auch schon abonniert mit Glöckchen und so. Und ich bin so aufgeregt, weil ich habe dieses Thema vorgeschlagen. Und ich frage mich, warum? Warum? Ich habe keine Ahnung. Also ja, es kam mir der Gedanke halt so, kann ich gleich auch erzählen, ne, während ich mich schminke. Ich darf als einzigen Spiegel mein Display da oben nutzen. Aber ich bin kurzsichtig, Leute. Ich sehe mich da nicht wirklich scharf drin. Das heißt, ich kann da nicht erkennen, ob ich irgendwie was verblendet habe oder nicht. Das ist halt so, nur, dass ich das auch nur aus dieser Entfernung nutzen darf. Wenn ich jetzt nachher vielleicht zu Mascara komme, dass ich jetzt nicht nachher irgendwie wirklich mir die Augen aussteche oder so. Okay, ich starte mit einem Produkt, das bekommt ihr bei Look Fantastic. Das ist hier von Revolution Pro, diese Miracle Cream. Die habe ich aktuell in meinem Project Pen und das ist jetzt der Primer. Also, wie bin ich auf die Idee gekommen? So eine verrückte Idee. Also, ich war tatsächlich selber unterwegs und hatte mir gedacht, ja gut, musst du einen Spiegel einpacken und hast du nicht gesehen, als ich meine Tasche gepackt hatte und so. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, was würdest du denn machen, wenn du einen Spiegel vergessen würdest? Ja, irgendwo findest du bestimmt einen. Aber was machst du, wenn du wirklich nirgendwo einen Spiegel hast? Ja, man hat sein Handy ja normalerweise mit dabei, aber diese Frontkamera, die verfälscht das Ergebnis ja auch immer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und zeitverzögert kriegst du es ja auch, ne? Dann habe ich mir gedacht, okay, du hast ja eine Vlogging-Kamera, aber die hat so ein winziges Display, kannst du nicht erkennen, aber wenigstens konnte ich da ein bisschen näher rankommen, ne? Aber das war so der Gedanke, den ich dann irgendwann mal zu Sarah Isabel geäußert habe, so, hey, lass doch mal sowas machen. Und jetzt sitze ich hier und werde überhaupt gar nicht wissen, ob ich irgendwas richtig auftrage. Aber wir schaffen das schon. Ich habe hier vor allem irgendwelche No-Brainer-Produkte verwendet von Marken oder von... Also entweder kenne ich diese Produkte halt wirklich schon richtig, richtig, richtig lange. Teilweise sind das auch uralt Schätzeleins, wie der hier, ne, dieser Blush. Ich habe hier aber auch eine neue Palette zum Beispiel von Jenna X Beauty mit Alicia Marie hier mal mit reingenommen. Die habe ich heute erst bei mir im DM mir gekauft. Ist auch immer eine ganz tolle Idee, so neue Produkte reinzubringen, ne? Nun, ja, als nächstes verwende ich hier auch No-Brainer von Nabla. Das ist der Skin Realist. Ich habe den in der hellsten Farbe und ja, das ist die Farbe 1 Fair. Im Prinzip gucke ich mich ja nicht jetzt wirklich im Display an, sondern ich versuche es so jetzt, dass ich euch angucke, weil das Display mir auch nicht hilft. Und ich will die ganze Zeit hier in meinen Spiegel gucken, aber da habe ich ein Handtuch drüber gehangen, da sehe ich nichts mehr. Das ist crazy, ne? Genau, Nabla Skin Realist gibt es bei Purish und ihr könnt bei Purish auch bis Ende des Monats mit Claudis Welt 15% Rabatt auf meine Favoritenseite bekommen. Und da ist natürlich auch der Skin Realist mit dabei, also so, dass ihr da halt das Ganze noch etwas günstiger bekommt, wenn ihr halt wirklich auch noch ein Set haben wollt. Man weiß nicht, wo man hingucken soll hier. Dann gibt es das auch noch mit dem Primer zusammen und mit der Mascara sowieso vergünstigt. Und dann gilt es halt auch nochmal, dass 15% von meinem Code so runterkommt, ne? Genau. Ich weiß echt nicht, wo ich hingucken soll. Ich gucke mir ein Handtuch an, yay. Oh, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt hier auch so einen Pinsel, wo ich eigentlich denke, dass der das ganz gut macht. Und die Foundation ist eigentlich auch so, dass sie ganz gut bei sowas mitarbeitet. Eigentlich müsste ich so die Augen zumachen, ne? Weil sonst gucke ich hier so wild in der Gegend rum und ihr seid verwirrt. Ja, und eigentlich müsste ich das Ganze auch relativ ungeschnitten hochladen, dass ihr nicht denkt, ich gucke jetzt wirklich irgendwo in den Spiegel. Da müsst ihr mir jetzt einfach mal vertrauen. Denn das Ganze jetzt ungeschminkt zu machen, ist halt auch irgendwie blöd. Ungeschnitten zu machen, ist auch irgendwie blöd. So, dann nochmal den Hals runter. Ist das richtig verblendet? Ich weiß es nicht. Schade. Schade Schokolade. So, jetzt nehme ich mir aber noch ein Schwämmchen. Oh, den habe ich eben sehr nass gemacht. Ne, den hier. Und gehe dann jetzt einfach mal so nach Gefühl drüber. Der wird das schon richtig machen. Ja, mein Bestreben ist jetzt natürlich,
dass ich mit diesem Look gleich noch ein paar Videos filmen kann. Schauen wir mal, ne? Ich weiß, dass Sarah Isabel bei sowas super flott ist und ich glaube, die kriegt das auch ein bisschen besser hin als ich. Auch wenn sie mir geschrieben hat, dass sie ihr Video auch schon gedreht hat und dass sie tatsächlich danach nicht nochmal irgendwas filmen konnte. Keine Ahnung. Also ich glaube, Base geht halt wirklich noch easy, relativ easy. Aber wenn du so Richtung Augen gehst nachher, ich will jetzt ja auch keinen mega schnöden Look oder langweiligen Look oder sonst irgendwas machen. Ich will ja schon irgendwie euch was bieten hier, ne? Dann nehme ich einen Concealer und zwar ist es der Weightless Liquid Concealer von Ne. Ne bekommt ihr bei Dalton. Und ja, bei Dalton habe ich jetzt auch diese Woche, glaube ich, noch den Code Beauty Claudi. Ich habe die Farbe N0, ne? Damit bekommt ihr 20% Rabatt auf alles, auch auf die Sets und auch auf Ne. Oh Gott. Da mein Augeninnenwinkel. Da das Äußere. Gut ist tatsächlich, dass meine Haut aktuell eigentlich sehr nice ist. So vielleicht. Und ich dementsprechend nicht irgendwelche Rötungen abdecken muss. Wobei ich die jetzt ja auch gar nicht sehen würde. Von daher wäre mir das dann ja auch relativ pelle, ne? Okay, den verblenden wir jetzt einmal. Ich habe echt Koordinationsprobleme, weil ich gar nicht weiß, wo ich hingehen muss. Wobei es funktioniert tatsächlich leichter, wenn man die Augen zumacht. Oder wenn man halt sich nicht auf das Sehen fokussiert, so, ne? Weil man dann die anderen Sinne schärft wahrscheinlich. Also das ist eigentlich auch ein relativ leichter Concealer, weswegen ich den jetzt wahrscheinlich auch gar nicht stundenlang verblenden muss. Ich habe das Bedürfnis. Ich sehe hier auch gleich so Dinge wie Lip Liner. Das wird auch spektakulär. Da weiß ich echt nicht, wie ich das machen möchte. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon den Eyeliner weglasse, weil da werde ich gleich Lidschatten und ein Hack für verwenden, dann möchte ich wenigstens einen Eyeliner ziehen. Nein, ein Lip Liner. Quatsch, was rede ich denn da? Ich habe so das Bedürfnis, mir jetzt irgendwie einen Spiegel in die Hand zu nehmen. Ihr macht euch gar keine Vorstellung, weil ich mich auch die ganze Zeit selber versuche dran zu halten, auch nicht unbedingt da oben ins Display zu gucken. Ich meine, ich würde es eh nicht erkennen, was da jetzt gerade in meinem Gesicht los ist, um ehrlich zu sein, wie gesagt. Nun, jetzt verwende ich ein Puder. Das ist das M. Arthur Magic Finish Final Touch Setting Powder. Das ist dieses hier und das ist ein fantastisches Puder. Das kommt hier so lose mit einem Netz und ich glaube, ich habe irgendwie in mein Auge gemalt, denn ich habe das... Ich habe so einen leichten Film auf dem Auge gerade. Schön. Gehe ich jetzt erstmal hier mit so einem Puffelding rein, ne? Arbeite das ein bisschen in meine Handinnenfläche. Und dann kommt das unter die Augen. Und auf die Augen. Das Ding ist, man kann jetzt nicht irgendwie noch so Feinkorrekturen vornehmen. Dass wenn man denkt, ach guck mal, da ist jetzt, da fehlt noch was. Oder keine Ahnung, da habe ich was vergessen. Da habe ich zu viel, ne? Da kannst du jetzt nicht noch irgendwie, weil du weißt es halt nicht. Ein bisschen hier so. Da muss bestimmt auch ein bisschen abgepudert werden. Habt ihr euch schon mal ohne Spiegel geschminkt? Also wirklich so richtig, ohne dass man sich irgendwie sehen konnte? Weil ihr musstet zum Beispiel. Gut, ein Bronzer habe ich hier von NAM. Das ist dieser hier. Der ist bei Rossmann erhältlich. Und das ist die Farbe 03C Cold Nude. Schaut so aus. Ein dafür adäquater Pinsel könnte gegebenenfalls dieser hier sein. Oh, ich darf nicht in den Spiegel gucken. Da ist nämlich einer drin. Ich teste jetzt einfach mal ganz frech am Handrücken, am Hinterrücken, genau, an der Hinterhand. Aber der ist nicht so super mega bam in your face. Ich halte euch den Spiegel vor, denn ich will natürlich nicht reingucken, ne? Das ist, wenn dann nur da oben Display, dass ich mich halbwegs treffe. Aber ich glaube, dass der auch nicht so super doll pigmentiert ist. Also habe ich da jetzt nicht so die Probleme, dass ich vielleicht zu viel auftrage. Ich sollte es nur vielleicht dann trotzdem irgendwie gut verblendet kriegen. So vielleicht sieht man was, ich weiß es nicht, vielleicht. Man kann sich ja immer so Linien merken, ne? Dass man quasi sagt, okay, wenn ich Bronzer-Konto auftrage, mache ich das so an der Stirn bei mir, gehe dann hier im Prinzip runter, dann habe ich hier meinen Knochen, an dem gehe ich dann quasi unten drunter entlang Richtung Nase. Das ist so meine Guideline. Ja, und die versuche ich jetzt so ein bisschen einzuhalten und da Produkt aufzutragen. Aber sonst justiere ich immer so ein bisschen nach, dass ich halt das auch ordentlich bei meinem Haaransatz reingeblendet kriege, weil das halt bei mir super hell ist, ne? Keine Ahnung. Sieht das nach was aus? Also ich fühle mich, als hätte ich jetzt genug Bronzer drauf. Dann verwende ich jetzt einen Blush. Den habe ich schon ewig und drei Tage. Das ist von Rival de Lubiang, der Tropical Heat Blusher. Den gab es auch immer wieder in Limited Editions, auch von Rival Loves Me. Aber den finde ich einfach richtig toll. Und das ist auch für mich so ein No-Brainer-Produkt, den ich einfach so auftragen kann. Und wo ich mich jetzt auch nicht so übermäßig krass mit überblusche eigentlich.
Hoffentlich mache ich das jetzt nicht gerade und erzähle euch gerade einen vom Pferd. Und ja, das hat auch leichten Schimmer mit drin und den habe ich schon seit Jahren. Ist überhaupt noch gut? Ja, der riecht noch ganz angenehm, ne? Muss man immer so ein bisschen an seinen Produkten riechen. Und gucken, ob die Konsistenz oder so sich verändert hat. Also wenn sich da irgendwie so ein Flaum drauf bildet, ist das Produkt nicht mehr so gut. Aber dieser hier, ist, der ist wirklich toll, kann man nicht anders sagen. Und Puderprodukte kann man ja auch gegebenenfalls immer mal wieder desinfizieren und so, ne? Ich rede zu viel. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall hübsch und verwende einen Highlighter. Auch den gibt es bei Purish. Das ist der Ofra. Eigentlich ist es ein Finishing Powder. Wirklich so ein No-Brainer, weil damit kannst du nicht so viel drauf machen. Den kannst du aber auch richtig, richtig gut als, oder doch den, als Highlighter halt verwenden. Ne? Also nehme ich mir dann auf und trage ich mir dann hier auf. Und wie Melli dann immer sagt, immer schön einpolieren. Ich meine, der gibt halt schon derbe was, ne? Aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt so einen Streifen da mir jetzt, glaube ich, schmink. Ich habe noch gar nicht überlegt, wie ich das gleich mit den Augenbrauen mache. Dann die Nasenspitze, kriege ich den Rest vom Pinsel. Und dann sieht das Ganze so im Gesicht aus. Ich glaube, das waren auch so mit die leichtesten Schritte fast schon. Denn jetzt kommen wir wirklich zu den Augenbrauen. Da habe ich hier von Eveline Cosmetics in der Farbe Taupe den Waterproof Brow Pencil. Yay, schaut so aus. Und jetzt darf ich halt auch übers Kameradisplay, ne, dass ich halt auch so grob treffe. Aber ich darf nicht zu weit nach vorne, weil das wäre ja wirklich cheaten. Oh Gott, ich sehe einfach gar nichts. Sonst nutze ich das Display immer dafür, um zu sehen, ob halt dieses, das ist so ein Viereck, ne? Um zu sehen, ob ich im Fokus bin, ob, ja, ob ich halt fokussiert bin oder ob das Viereck sich gerade hier so in die Ecke verzogen hat oder so. Okay, ich weiß auch, also es gibt ja immer so Linien, wo man so hingehen sollte. Vielleicht, wenn ich das so ein bisschen halte. Das wird jetzt, glaube ich, keine definierte, geile, krasse Augenbraue. Oh, das habe ich mir echt nicht überlegt, dass ich die halt auch noch malen muss. Ganz leicht, ganz leicht. Normalerweise male ich ja auch immer ein bisschen drüber, weil meine Augenbrauen halt wirklich relativ klein sind. Klein vor allem, sehr dezent halt, ne? Und ich glaube, ich verwende gerade viel zu wenig Produkt an den falschen Stellen. Also normalerweise mache ich das richtig so, dass wenn ich dann, wo bist du? Da. Da ziehe ich mir dann normalerweise hier so die Linie. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach so ein paar Mal durch und dann gucken wir mal, ob da was wird. Ich glaube, ich habe jetzt vernünftige Augenbrauen, ne? Ja, ja. Bestimmt grob. Fixieren wir das Ganze mit einem Augenbrauen-Gel, Benefit 24 Hours Brow Setter. Da habe ich mir gedacht, das ist halt auch so ein No-Brainer-Produkt, weil ich das schon seit Ewigkeiten in Anwendung habe. Hallo? Kannst du mal aufgehen hier? Und da glaube ich einfach, dass ich damit auch sehr zielgenau arbeiten kann, weil ich das schon so häufig gemacht habe. Da einfach hier so nach oben kämmen. Aber wie kann ich denn herausfinden, dass irgendwas übersteht? Dann weiß ich nicht. Dann wären es heute ein bisschen wildere Augenbrauen. Aber ich könnte jetzt gegebenenfalls schon mal so ein bisschen das anschrägen. Aber dann sieht es hier vorne echt doof aus, glaube ich. Ihr seht es besser als ich. Ich glaube, so könnte das auf jeden Fall funktionieren, ne? Möchtet ihr euch das Ganze aus der Nähe angucken? Dann hole ich euch auch mal ein bisschen näher ran für den unfassbar krassen Augenlook. Wobei, das ist jetzt auch ein bisschen Schieteria, ne? Dann sehe ich mich ja auch ein bisschen näher. Evil Claudi. Okay, also hier ist die Gender X Beauty mit Alicia Marie. The Sun, The Moon Palette. Celestial ist die, ja, Celestial heißt die Reihe, ne? Da habe ich sowohl die Palette mir gekauft, als auch die großartigen Pinsel. Also ich mag gerne Gender X Beauty und das ist richtig hübsch. Also das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, ne? Sieht so ein bisschen marmoriert aus und sehr, 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 sehr edel. Das finde ich echt cool. Und Ellie hat endlich eine Kooperation halt wieder oder bringt wieder Produkte raus. Den Spiegel muss ich mir irgendwie zutackern. Da lege ich mir... Nee, ich lege die Palette so vor mich hin und lege dann Bronzer drauf, dass ich gar nicht reingucken kann. Oha! Ich habe keinen Setting-Ton, das heißt, ich starte jetzt direkt mal mit diesem Pinsel. Das ist die Nummer 4, so ein Packing-Brush, ne? Und nehme den Ton Talisman auf. Das ist ein sehr, sehr gut pigmentierter, den klopfe ich erstmal ein bisschen ab. Wow, hellbraun-Ton. Oh Gott. Und den setze ich mir dann hier so hin. In meine Lidfalte, wie ich das ja halt normalerweise auch immer mache.
bisschen auch hier außen. Und mit den Resten davon kann ich ja auch an den unteren Wimpernkranz gehen. Ist auf jeden Fall ein schöner Ton, ne? Mhm. Vielleicht sollte man das noch ein bisschen besser verblenden, Claudi. Hm? Ich versuche es jetzt erstmal ganz grob motorisch hier mit dem Puffel, dass ich da so ein bisschen aufgeräumt bekomme. Ich glaube, ich nehme mir aber trotzdem nochmal einen Pinsel, weil ich habe keinen noch helleren Ton als matten Ton in der Palette. Also ohne Produkt gehe ich jetzt hier einfach unter meiner Augenbraue entlang, glaube ich. So. Und wiederhole das Ganze auf dem anderen Auge. Bisschen Fallout könnte vielleicht auch noch da sein, aber ich glaube eigentlich eher weniger, weil bei Gen X Beauty haben wir ja eher nicht so Fallout, ne? Aber vielleicht habe ich ja zu tief runtergesetzt. So, jetzt möchte ich einen etwas dunkleren Ton verwenden und dann nehme ich Hexback. Der ist aber richtig dunkelbraun, du Mann, Mann, Mann. Damit möchte ich hier außen ein kleines bisschen verdunkeln. Und auch am unteren äußeren Wimpernkranz. Und hier so und da so. Und ich hoffe, ich habe es verblendet. Ich nehme jetzt auch noch meinen Blendingpinsel und mache den Scheibenwischer. Hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie zu viel Produkt wegnehme oder so. Das Gleiche mache ich dann auf der anderen Seite. Ja, ich glaube, es sieht hübsch aus. Keine Ahnung. Ich persönlich hätte es halt gerne noch ein bisschen definierter oder so. Oh, bin ich dumm. Ich hätte auch einfach einen Klebestreifen-Look machen können. Dann hätte ich mir das mit dem Eyeliner jetzt halt auch einfach gespart, ne? Nun, ja, nee, ist nicht. Okay, also, ich habe einen Hack gehört, und zwar mit Fingernagel, dass man quasi den ansetzt und dann kann man sich den so ziehen. Ich habe hier nämlich auch ein ganz, ganz dunkles Schwarz drin und in den Preview-Geschichten habe ich gehört, dass es super stark sein soll. Also nehme ich jetzt meinen Finger, den hier so ein bisschen reingedippt, ne? Jetzt mache ich aber unter meinem Finger ein bisschen sauber, das ist halt wirklich nur auf meinem Nagel oder an meinem Fingernagel ist, weil ansonsten male ich mir sicherlich was Verkehrtes. Ich weiß es nicht. So, ansetzen. Zip. Habe ich jetzt einen Eyeliner? Ich würde den ja schon ganz gerne intensivieren, weil ich habe nur hier außen was abgekriegt. Ach Mensch, aber da muss ich dafür auch wieder treffen. Ach, das ist ein doofer Hack. Weil wenn ich jetzt mit diesem mega fantastischen Pinsel das versuche zu machen, ich sehe diesen Pinsel nicht aus der Entfernung auf meinem Display. Das wäre dann ein absoluter Blindflug. Den wollte ich nämlich eigentlich so verwenden, um quasi, also wenn ich jetzt hier was von aufnehme, ne, um quasi auf meinem hier Auge zu malen. Also, oh Gott. Nicht in mein Auge. Vielleicht. Jetzt verzichte ich ja doch nicht auf den Eyeliner, ne? Oh. Keine Ahnung, habe ich getroffen? Ich habe aber noch ein zweites Auge, ne? Oh nein! Warum habe ich zwei Augen? Okay, so, ich lasse das jetzt so. Keine Ahnung. Jetzt nehme ich hier mein Puffelding und puffel mal kurz hier so ein bisschen entlang. Sicherlich irgendwo schwarz hingeschmiert. Bestimmt, weil ich habe es überall an meinen Fingern. Ich mache es mir auch schon ein bisschen leicht, ne? Nehme ich dieses Lila. Das ist schon geil. Das ist so ein richtig schöner Lila-Ton. Oh. Mm. Das ist halt auch ein geiles Blau. Aber ich glaube, Lila ist gerade mehr so mein Vibe. Auch, wobei, das ist eher ein Pink-Lila, ne? Duochrome. Die sind beide einfach Duochrome, Leute. Das ist richtig krass. Erinnert ihr euch noch an die 1991 von BH Cosmetics? Wisst ihr Bescheid. Das hier ist die Perfektion, ich sag's euch. Und so ein Grün, aber das wollte ich mal in einem separaten Look noch machen, wo ich so ihren Staple-Look danach schminke, den die da geschminkt hatte. Ich glaube, ich nehme jetzt wirklich dieses hier. Oder nehme ich jetzt wirklich ganz safe Bank Enchanted. Einfach mal so ein Newton. Oh, die sind so schön, Leute. Ich habe die noch nicht geswatcht, ne? So buttrig zart. Geil. Hält das auch ohne nix Glitter Glue. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Und ich nehme wirklich den Gin X. Also diesen großartigen Pink-Rosa-Ton, Rosa-Pink-Ton. Gott, den
setze ich mir auf mein bewegliches Lied. Ich weiß nicht, ob ich den aufbauen muss. Sieht doch bestimmt voll gut aus, ne? Wobei ich da einfach glaube, dass es mit dem Hellbraun nicht ganz so harmonisch aussieht. Keine Ahnung. So sieht es jetzt auf meinen Augen aus. Vielleicht noch ein bisschen aufbauen. Hier so. Und hier so. Keine Ahnung. Und dann nehme ich mir nochmal den Blendepinsel und blende fleißig. Ich habe wahrscheinlich irgendwann diesen Ton hier aus der Lidfalte auch weggeblendet, ne? Meinst du, ich sollte den nochmal nachnehmen? So viel blende ich mir sonst nie in meiner Lidfalte rum. Ich glaube, da muss ich noch ein ganz kleines bisschen nachlegen. Das ist ja dieser Talisman. Den nehme ich jetzt auch auf den Blendepinsel. Keine Ahnung. Und blende jetzt hier noch so ein bisschen da rein. Ich glaube, der ist ein bisschen verschwunden im Laufe der Zeit. Oder ich habe jetzt alles einfach nur noch schlimmer gemacht. Keine Ahnung. So, nochmal kurz mit hier aufräumen, weil ich glaube, da bin ich ein paar Mal oben reingekommen. Zack. Okay, so. Jetzt habe ich verschiedene, oh Gott, die fühlen sich so weich an, Schimmertöne. Und, oh, da möchte auch irgendwas von, oh Gott. Das hat richtig Indie-Brand-Qualität, Leute. Das ist ja richtig geil. Was habe ich denn jetzt überhaupt auf dem Auge? Rosa, ne? Ich glaube, dann nehme ich den hier. Welcher war das? Morning Dew. Also die Morgenstunde? Morgengrauen. War das jetzt eine gute Idee, einen Blendepinsel dafür zu nehmen? Gar keine Ahnung. Ich tupfe mir den hier erstmal so hin. Baue den einfach mal auf gut Glück auf, weil wenn ich den mit einem Blendepinsel auftrage, muss man das wahrscheinlich machen. Und das war von den drei Tönen auch der, ich sag mal, schwächste, der dezenteste. Was ich dann mache, ist, dass ich mir mit dem kleinen Finger auch ein bisschen was aufnehme. Und dann setze ich mir den meistens noch ein bisschen in mein inneres Drittel auf mein Auge drauf, damit man fließendere Übergänge hat. Und jetzt merke ich schon, dass mein Gesicht sich... Nee, es fühlt sich... Oh, ich glaube, ich habe vergessen, hier Puder aufzutragen. Habe ich überhaupt abgepudert? Ich weiß das gar nicht mehr. Oh nein, was habe ich denn gemacht? Es fühlt sich nämlich ein bisschen so an, als... Ist egal, ich lasse das jetzt so. Jetzt kommt nämlich auch noch ein Fixing Spray drüber. Airbrush Flawless Setting Spray von Charlotte Tilbury. Das ist auch so ein schöner No-Brainer. Sehr dewy, das mag ich ja. Hallo? Ich wollte schon sagen. Da wollte der Pumpkopf erst nicht. Das wäre ja unglaublich gewesen, ne? So, tapern wir das Ganze ein bisschen ein. Lippenpflege habe ich auf jeden Fall vergessen. Egal, jetzt ist auch zu spät. Ich möchte gerne meine Wimpern biegen. Und zwar habe ich hier meine Catrice Wimpernzange. Das müsste ja eigentlich von alleine funktionieren. Also, ich setze mir die ja immer an. Ja, ich glaube, da sind Wimpern drin, ne? Ich glaube. Hier nicht. Ich glaube, ich habe getroffen. Bin mir nicht ganz sicher. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Ich habe Angst vor dem nächsten Schritt, Leute. Ich darf das Kameradisplay verwenden, aber ich müsste dann ja quasi auch so gucken. Oh, weil ich gucke ja immer von so, eigentlich so, ne, in meinen Spiegel rein. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Mensch, Sarah Isabel, warum hast du mich nicht gestoppt? Warum hast du das zugelassen? Vor allem habe ich sie gestern oder vorgestern, bevor ich das Video drehe, angeschrieben und gefragt, sag mal, was war eigentlich unser Juni-Thema? Und dann hat sie mir das zurückgeschrieben und dann habe ich mir gedacht, oh nein. Claudi, was war das denn von dir? Okay, ich habe jetzt hier die MAC Stack Mascara. Ich liebe sie, ich finde sie fantastisch. Aber ich habe jetzt echt ein bisschen Bammel, muss ich gestehen, ne? Wir gucken mal. Also, damit ich jetzt hier auch halbwegs treffe, gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Achso, das war jetzt hier ohne Mascara und jetzt kommt die erste Schicht drauf. Ich sehe ungefähr gar nichts, obwohl ich jetzt ja ein bisschen cheate und relativ nah ans Display komme, aber das mache ich aus Respekt vor meinem Augenlicht, ne? Aber wie
Vielleicht blind so eine Mascara auftragen ist, glaube ich, eine schwierige Kiste. Ich versuche es mal auf der Seite, ohne dass ich jetzt da oben ins Display gucke. Kann ich auf jeden Fall nicht bereden. Halt das Ding, ne? Also man hat schon so ein bisschen ja auch seine Handbewegung, die man ja auch sonst so macht. Und man versucht sich jetzt halt nicht intuitiv das zu machen, sondern man versucht sich halt so verstärkt dran zu erinnern. Und das macht die Sache, glaube ich, komplizierter, als sie sein müsste. Weil wenn ich einfach machen würde und nicht drüber nachdenke, wäre das was anderes. Ihr habt jetzt auch wahrscheinlich etwas weniger Licht von vorne, weil mein Spiegel, der vor mir steht, ist halt auch gleichzeitig mein Licht. Den kriegt ihr übrigens auch bei Purish, ne? Und da hängt ja ein Handtuch drüber. Okay, abgefahren. Unterer Wimpernkranz. Oh nein. Ich glaube, ich habe oben dran gebatscht. Keine Ahnung. Ich glaube, meine Augenbrauen sehen wild aus. Ich sehe sie jetzt ja von etwas näher. Die sieht abgefahren aus. Oh nein. Da habe ich definitiv irgendwas getroffen. Muss ich mir merken. Das trocknet dann an und dann muss ich das gleich wegbürsten. Jo, das sehe ich richtig im... Oha. Okay, ich glaube, da habe ich auch ganz blöd getroffen. Und jetzt kommt die dritte Schicht. Oh lala. Mhm. Jo, das ist jetzt einmal die Mascara in drei Schichten mit diesem fantastischen Look und diesen großartig natürlich betonten Augenbrauen. Ich glaube, die sehen richtig furchtbar aus. Aber jetzt kommen wir zu den Lippen. Dafür muss ich euch aber rauszoomen, weil das mache ich ja normalerweise auch. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich euch jetzt näher dran gelassen, weil ich muss ja eigentlich noch ein bisschen hier Krümelparty wegmachen. Ich habe keine Ahnung, wo ich gekrümelt habe. Das ist übrigens auch so ein Doppelpinsel aus dem Set von Ellie. Keine Ahnung. Hier vielleicht irgendwo. Und wenn es wild ist, habe ich hier oben auch irgendwie noch gekrümelt. Ich meine, dass ich da einmal dran geditscht war. Kann jetzt nicht präzise was entfernen. Das mache ich sehr grob und damit entferne ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen Lidschatten. Ich glaube, den muss ich aber noch trocknen lassen. Der fühlt sich nämlich noch feucht an. Gucken wir gleich mal. Aber erstmal versuchen wir Lippen zu machen. Da habe ich die ColourPop So Juicy Produkte. Und da habe ich einmal in der Farbe Tease mir einen Lip Liner gekauft. Das ist so ein schöner Braunton. In der Regel mache ich das so. Okay, also Lippen. Hier so. Ich hätte vielleicht mal vorher gucken sollen. Ja, die sind ultra cremig, ne? Unten kann man halt in der Mitte so ein bisschen, wenn überhaupt, übermalen. Also da muss ich nicht ganz so super vorsichtig sein, aber wenn ich halt Richtung Mundwinkel gehe. Das heißt erstmal die sichere Bank. Und dann so vielleicht? Keine Ahnung. Ich glaube, da kommen gerade richtig viele auf die Lippen. Oha. Mhm. Okay, der hat auch irgendwas Plumpiges dabei, glaube ich. Tease Plumping Lip Liner, yo. Also Sarah Isabelle würde schreiend davor weglaufen, das sage ich euch so. Lippenherz mache ich in der Regel so, dass ich quasi in der Mitte anfange. Dann male ich hier so. Und dann gehe ich runter und mache, ha, ne, um da halt so eine Linie hinzukriegen. Oh Gott, ich bin hier viel zu hoch, glaube ich. Ich kann halt auch kein symmetrisches Herz so frei Hand malen, weswegen ich eigentlich bei sowas ganz viel einen Spiegel brauche, ne? Und meine Lippen brennen gerade, weil das ist sehr, sehr plumping.
Okay, das ist jetzt erstmal der Lip Liner. Der Fokus möchte gerade nicht. Hi, danke schön. Der denkt sich auch, boah, nee, gar keinen Bock drauf. Dann gebe ich mir jetzt hier den So Juicy Plumping Gloss Balm. Das mit dem Plumping habe ich irgendwie überlesen. In der Farbe Dough. Ich glaube, das ist so ein hochklickbares Ding, ne? Was die jetzt irgendwie auch alle so haben. Genau. Gibt es, glaube ich, auch bei Trended Up so in der Art. So schaut der aus. Und der schmilzt halt bei Kontakt mit den Lippen, also mit der Körperwärme. Das heißt, im Sommer muss man da vielleicht ein bisschen aufpassen. Jetzt gucke ich mal. Jetzt habe ich ein bisschen was hoch, ne? Kann ich ja mal erst swatchen. Uiuiui, der ist wirklich super creamy. Mhm. Und super glossy. Der kommt jetzt drauf. Erst unten. Und dann so. Und dann habe ich meistens halt noch nicht ganz so meine Lippen hier oben getroffen. Dann mache ich meistens nochmal so. So. Der riecht süß. Mhm. Der ist nicht so plumping wie der Lip Liner. Ich wollte ihn gerade ablecken. Nicht so die beste Idee, Claudi. Und ja. Also fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Gar keine Frage. Habe ich getroffen? Das ist halt so die Frage, ne? Habe ich getroffen? Habe ich nicht getroffen? Ich bin jetzt kurz davor, mich angucken zu können. Einen habe ich noch, und zwar hier das Lady Million Royale von Paco Rabanne. Das ist ein Parfum. Dafür braucht man keinen Spiegel. Das kann man sich ja auch immer so einfach auftragen. Habe ich mir letztens bei Look Fantastic gekauft. Wie gesagt, mit meinem Code könnt ihr das sparen. Oh, das darf man nicht machen. Und die Haare auch vielleicht ein bisschen, ne? Auf der Kleidung, dann hält das immer ein bisschen mehr. Riecht gut. Aber das ist halt so ein klassischer, jeder mag ihn Duft. Also ich würde den tatsächlich auch in eine Linie reinpacken mit dem Yves Saint Laurent Libre zum Beispiel. Ne? Das sind halt wirklich solche sehr gefälligen und sehr schönen Düfte. Sehr, sehr schöne Düfte. Aber die kannst du am besten noch irgendwie kombinieren mit irgendwas, um da halt nicht irgendwie, also um halt noch ein bisschen mehr Vollmundigkeit mit reinzubringen. So. Labarababa, Leute. Ich bin so dermaßen schnell fertig geworden, weil ich nicht ständig irgendwas nachkorrigiert habe. Bin jetzt mal gespannt. Ich nehme hier mal das Handtuch ab und gucke mich im Spiegel an. Meine Wimpern sind deswegen so merkwürdig, weil ich hier unten verklebt habe. Da hat auch keiner was gesagt, ne? Ansonsten, ohne Flachs. Es sieht ein bisschen aus, als hätte ich mich irgendwie, keine Ahnung, geschminkt, ne? Also, es sieht nicht so fantastisch flawless, poreless aus, wobei meine Base richtig gut aussieht. Aber ich habe wirklich, glaube ich, Puder vergessen, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Ich finde es nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Was denkt ihr? Also würdet ihr euch zutrauen, euch blind oder halt über ein Display oder so zu schminken? Halt nicht mit einem richtigen Spiegel? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich bin so gespannt. Jetzt sehe ich auch, dass ich den Haarreif noch trage. Ich bin so gespannt, was Sarah Isabel aus dem Ganzen gemacht hat. Ich mache die auch mal auf. Das lenkt dann auch noch so ein bisschen ab, ne? Dann sieht man nicht ganz so bekloppt aus, glaube ich. Ich bin echt super gespannt, denn sonst machen wir das manchmal so, dass wir uns so Teaser-Bilder oder sowas schicken. Habe ich kein einziges von ihr bekommen. Und also ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, bin ich ehrlich. Ein bisschen werde ich, wie gesagt, noch nachkorrigieren. Hier dann nochmal der überarbeitete Look. Also mit ein bisschen mehr Augenbrauengedönsen. Ja gut, hier konnte ich nicht mehr so viel im Liner retten. Ist tatsächlich alles sehr tragbar, muss ich wirklich sagen. Und so werde ich jetzt gleich auch noch ein paar Videos drehen. Und ja, ihr Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie gesagt, ob ihr euch zutraut, euch auch mal halt ohne Spiegel zu schminken. Und ich kann euch einfach auch diese Palette empfehlen. Ich finde, damit hat es auch wirklich ganz gut funktioniert. Ich freue mich darauf, damit auch ein paar vernünftige Looks zu schminken und mit Spiegel. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.